Unsere Umgebung, ihre Farben, Kontraste und Bewegungen nehmen wir vor allem mit den Augen wahr. Verlieren wir den Sehsinn, so schließt sich ein Fenster zur Welt. Genau das geschieht bei der Netzhauterkrankung Retinitis pigmentosa. Am Universitätsklinikum Tübingen arbeitet Hector-Fellow Eberhard Srenner. Der Mediziner hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Fenster wieder zu öffnen. Er arbeitet daran, mit modernster Technik zerstörte Sehzellen der Netzhaut zu ersetzen und so Blinden ihr Augenlicht zurückzugeben. Das Auge hat mich ja immer schon fasziniert. Schon als Student, das ist der Grund, warum ich auch Augenarzt geworden bin. Ich war ja ursprünglich auf einer Schiene, Elektronikingenieur zu werden. Aber als ich gesehen habe, wie das Auge und das Gehirn funktionieren, vielfach besser als alles, was derzeit da ist, ist die Faszination massiv gestiegen. Und die hat noch nicht nachgelassen. Dieser Patient leidet an der Netzhauterkrankung Retinitis pigmentosa. Eberhard Srenner konnte ihm mit einem kleinen Netzhautchip einen Teil des Augenlichtes zurückgeben. Der Chip nimmt das ins Auge fallende Licht auf und gibt es in Form elektrischer Impulse über den Sehnerv an das Gehirn weiter. Dadurch sind erblindete Patienten mit diesem Krankheitsbild in der Lage, Licht wahrzunehmen und zumindest Umrisse von Gegenständen zu erkennen. Bei diesem Patienten sogar geometrische Formen. Ebenso Buchstaben. Für jemanden, der blind war, ist es auch wichtig, ein Fenster zu finden oder eine Lichtquelle an der Decke. Oder auch einfach einen starken Kontrast, eine weiße Türe in einer dunklen Wand oder sowas. Und das hilft auch. Insofern ist das Sehen nicht sehr präzise, aber doch hilfreich für die meisten Patienten. Ich kann die Linie sehen, die darüber geht. Auch in Oxford wird der vom Team um Professor Srenner entwickelte Chip implantiert. Das ist rund. Die sind alle gebogen, nicht wahr? Das ist ein hellerer Bereich dort. Und das könnte eine offene Tür sein oder ein Torbogen. Just an open archway. In einem Projekt der Hector-Fellow Academy arbeiten Eberhard Srenner und Wadud Haag an einer Verbesserung der Technik. Denn trotz aller Erfolge liefert der Netzhautchip bislang noch recht grobe Bilder. Fotodioden. Das Bild geht ganz normal durch die Pupille, fällt auf den Chip. Für die enorme Anforderung, die erkrankte Netzhaut auch nur teilweise zu ersetzen, ist eine hochsensible Mikroelektronik nötig, um die Vielzahl unterschiedlicher Lichtreize in elektrische Impulse übertragen zu können. Elektrische Signale verarbeitet in der Netzhaut. Bei der Wahrnehmung von Hell-Dunkel-Unterschieden gelingt dies bereits gut. Doch Sehen ist mehr als das. Der nächste Schritt ist jetzt, die räumliche Auflösung zu verbessern. Wir haben ja 1600 Elektroden, aber jede einzelne Elektrode spricht ja schon mehr als 10 oder 20 Netzhautzellen an. Das heißt, das Bild ist grob. Wenn wir jetzt das feiner machen, heißt aber, wir brauchen eine bessere Übertragung, dann können wir kleinere Zellgruppen oder sogar einzelne Zellen ansprechen und dann ist auch die Auflösung des Bildes, das der Patient empfinden kann, besser. Wadud Haag hat die verantwortungsvolle Aufgabe, die Technik mit den empfindlichen Sinneszellen im Auge des Menschen zu verbinden. Im Labor der Tübinger Forscher soll sich ein neuartiger Typ von Elektroden beweisen, der hier am Netzhautgewebe einer Maus getestet wird. Unter dem Mikroskop zeigt sich, dass die Retina auf die elektrischen Reize von 4 dieser Elektroden gut reagiert. Ein erster Erfolg. Hier an der TU Dresden werden diese sogenannten organischen Elektroden hergestellt. Entwickelt wird die Technik von Physiker und Hector-Fellow Karl Leo gemeinsam mit Franz Selzer. Die kann man jeweils eine Oxidationsstufe zuordnen? Genau. Die Elektroden sind exakt nach den medizinischen Anforderungen konstruiert. Sie müssen ein hochpräzises Signal liefern und im Inneren des Auges vertragen werden. Spitzenforschung
an der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik. Durch deren Beitrag, das Rezept immer wieder zu verbessern, zu verfeinern, mit Rucksprache, mit den Tests von uns, erreichen wir dann hoffentlich letztendlich bald Elektroden oder letztendlich dann auch mehrere Elektroden, dass einem Chip danach integriert wird, das dann einen höheren Auflösung oder eine bessere Chip-Performance bietet für die Patienten. Es ist für uns eine neue Welt. Die Medizin ist natürlich nicht das, was wir täglich tun, aber weil eben die organische Elektronik in die Medizin ausstrahlen kann, machen wir das sehr gerne. Und es ist auch immer nützlich als Wissenschaftler, wenn man aus einem schmalen Fachbereich mal rauskommt und mit Menschen redet, die anderes tun. Die Zellen der Netzhaut auch nur teilweise zu ersetzen, ist eine enorme Herausforderung, für die medizinisches Detailwissen und technische Innovationen kombiniert werden müssen. Für das Projekt von Eberhard Srenner ist daher die Zusammenarbeit mit anderen Hector Fellows unerlässlich. Das Besondere der Hector Fellow Akademie ist dieses Gespräch im Bereich Medizin, Naturwissenschaften, Technik, wo das Unerwartete passiert, der unerwartete Geistesblitz, der nicht im eigenen Feld schon irgendwo vorgegeben ist, sondern plötzlich eine neue Landschaft öffnet und dass man dann dort nicht nur sagt, ja, das sollte man mal machen, sondern man es tatsächlich tut. Und zwar zusammen mit jungen Leuten, die man gemeinsam betreut. Das ist Hector Fellow Akademie. Sie haben natürlich alle Ihre herausragenden Fähigkeiten, sonst wären Sie nicht Fellows geworden. Ein interdisziplinäres Forum, das unter der Leitung von Hans-Werner Hector zukunftsweisende Impulse setzt. Das Projekt von Eberhard Srenner ist dabei nur ein Beispiel dafür, wie die Kooperation der Fellows die Forschung voranbringt und zu faszinierenden Ergebnissen führt. Wissenschaftliche Zusammenarbeit im Dienste des Menschen.